Wer träumt nicht davon, ehrwürdige Dampflegenden mit voller Kraftentfaltung im neuen Glanz zu erleben? Ein Traum, den sich nur mehr wenige erfüllen können. Bilder, wie sie viele Dampflok-Fans, Eisenbahnvereine, aber auch Bahngesellschaften nur viel zu gut kennen. Dahinrostende Zeugen einer vergangenen Industriekultur. Dampf Plus will prominenten deutschen Dampflokomotiven wieder Leben einhauchen und sie als geschichtsträchtige Zeugen der Industriekultur auf die Schienen Europas bringen. Dampf Plus ist eine Firma, die drei Männer mit einer gemeinsamen Geschäftsidee zusammengeführt hat. Diese drei Männer sind zum einen der Axel Zwingenberger. Über Axel Zwingenberger Worte zu verlieren, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Die zweite Person ist der Christian Goltschak, ein Münchner Kaufmann, der bereit war, auch das Geld anzupacken in diese Lokomotiven. Und zu den beiden wurde noch jemand gesucht, der etwas von Eisenbahn versteht. Und das ist meine Wenigkeit. Und insofern sind wir drei ein Team, wo jeder eine spezielle Rolle erfüllt. Und wir der Meinung sind, dass wir unsere Geschäftsidee, diese Geschäftsidee heißt, Betrieb und Vermarktung historischer Fahrzeuge erfolgreich am Markt zu platzieren. Wenn man so eine Lokomotive hört, wenn man den Rhythmus hört und wenn man so diese Kraft spürt, das hat eine ganze Menge Beziehung für mich zu der Musik, die ich mache, zu Boogie Woogie. Piano ist für mich die heißeste Musik, die je am Klavier erfunden wurde. Also passen die Temperaturen der Maschine auch schon sehr gut dazu. Und mit dem Achtelbeat, dem Rollen, da kann man das eigentlich fürs geistige Auge führen, wie sich die Räder drehen, wie der Auspuff geht und wie die Maschine durch die Gegend rast mit der langen Dampffahne hinter sich. Das ist alles drin in Boogie Woogie und es macht mir jedes Mal enormen Spaß, das also auf die Bühne zu bringen. Das Reise- und Kulturerlebnis rund um den Zug stehen bei Dampf Plus im Mittelpunkt. Sei es in Form eines Live-Konzerts während der Fahrt oder einer rollenden Kunst- und Fotoausstellung. Vor diesem Hintergrund konzipiert und organisiert Dampf Plus Veranstaltungen auf Rädern und setzt diese ideenreich um. Das macht jede Dampf-Plus-Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Wir haben unsere Freundschaft so langsam beginnen lassen mit Dampf-Plus. Und die hat sich sehr gut entwickelt. Garant für den Erfolg von Dampf Plus ist die gute Kooperation mit dem Museum der Deutschen Bahn in Nürnberg. Diese Partnerschaft hat es sich zum Ziel gesetzt, Schätze des Deutschen Bahnmuseums wieder ins Leben zurückzuholen. Und trägt damit auch dazu bei, dass das Know-how rund um diese Dampfgiganten erhalten bleibt. Das DB-Museum bleibt Eigentümer der Dampflokomotiven.
Dampf Plus ist Betreiber und Erhalter dieser Loks und sorgt dafür, dass dieses lebendige Museum für möglichst viele Eisenbahnfreunde greifbar, antastbar und erlebbar bleibt. Auch die 03-1010 ist das Ergebnis dieser beispielhaften Kooperation mit dem DB-Museum. Wir wollen versuchen, dass mehr Leute aufmerksam werden auf historische Dampflokfahrten, indem wir auch unser Programm etwas vielseitiger gestalten. Das fängt an, dass wir versuchen, im Zug Musik zu machen. Das kann Boogie Woogie sein, muss aber nicht Boogie Woogie sein, kann auch mal vielleicht ein Klassikkonzert sein. Wir können mit Ausstellungen im Zug auf verschiedene Sachen aufmerksam machen. Wir haben bereits eine Ausstellung über den Zauber der Züge mit Fotos von Axel Zwingenberger. Man kann aber auch andere Sachen in diesen Ausstellungen präsentieren und von Stadt zu Stadt ziehen, auch mit Dampflokomotiven fahren. Und der Gag ist, dass man eigentlich immer, wenn man mit einer Dampflok irgendwo unterwegs ist, immer Aufmerksamkeit erweckt. Und auf diese Art und Weise sind wir uns auch sicher, dass wir viele Firmen gewinnen, die mit uns gemeinsam verschiedene Fahrten veranstalten und auch als Sponsor auftreten. Eine perfekte Marketingidee hatte 2002 der Salzburger Modellbahnhersteller Rocco. Der Lok wurde eine rubinrote Lackierung gesponsert und damit gleichzeitig der Verkauf einer nach ihrem Vorbild neu aufgelegten roten Modelllok gefördert. Dank umfassenden betriebstechnischen Wissens und umfangreichen Feingefühls ist es Dampf Plus gelungen, stolze Zeitzeugen wie die Dampflok 03-1010, die schnellste kohlegefeuerte Lok Deutschlands, und die legendäre 18201, die schnellste betriebsfähige Dampflokomotive der Welt, wieder auf die Schienen zu bringen. Dampf Plus, der ideale Partner für Eisenbahnveranstaltungen in ganz Europa.